Hallihallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Papo und Jo. Ja, wir sind hier wieder und mir fällt gerade auf, wir sehen ja schon wieder anders aus. Jetzt haben wir, glaube ich, sogar eine andere Hose an. Vorher, meine ich, hatte ja auch noch ein T-Shirt oder so. Und wir haben jetzt gar keine Schuhe mehr an. Letztens hatten wir ja nur noch einen an. Naja, egal. Monster liegt hier jedenfalls wieder und schläft. Ich denke, wir werden ihn wieder benutzen können, oder? Kommen wir wieder auf ihn rauf? Ah, jetzt, na. Okay, weil ich sehe, hier drüben haben wir schon Zahnräder. Dann können wir uns ja jetzt gleich hier gleich mal umschauen, was hier zu machen ist. Ah, okay. Wir haben hier unten mehrere Kokosnüsse. Hier können wir was drehen. Da hinten ist eine Schnur. Wow, da können wir einiges drehen. Oh Gott, das sieht sehr kompliziert aus. Ich glaube, hier wartet einiges auf uns. Das Kapitel heißt übrigens Flexibilität ist alles. Oh, ja, Monster. Es geht schon wieder los. Er frisst schon wieder. Fliegen wir mal hier rüber. Gut. Hätte es sein können, dass es klappt. Aber hier ist die Leiter, wo wir raufkommen. Und ich sehe gerade, hier haben wir eh schon die Plattform, wo unser liebes Monster hin muss. Dann bringen wir hier auch gleich mal die Kokosnuss hin. Beziehungsweise ich trage sie am besten immer gleich ganz hier an den Rand hin, weil der muss immer ganz auf die Plattform rauf, damit das auch wirklich funktioniert. So, hier haben wir eine Infobox. Einige Häuser in dieser Gegend haben ganz besondere Eigenschaften. Jedes neue Haus, das du aufstapelst, bringt dich noch höher hinaus. Lass dabei aber Monster nicht zurück. Ah, okay, wir müssen also immer dafür sorgen, dass Monster auch nach oben kommt. Ach, herrje. Na, da kommt ja was Schönes auf uns zu. Was können wir hier machen? Wir können das ja immer ziehen. Okay. Ja, okay. Wir haben also hier schon mal ein Haus. Hier oben haben wir ein Haus. Wie wir Monster darauf bringen, ist halt dann das nächste, ne? Aber ich sehe hier schon, hier ist eine Plattform. Puh, das ist jetzt schwierig zu sagen, was wir denn hier am besten machen. Wir bekommen aber Monster auch hier gar nicht weg. Ah, und da müssen wir rüber. Und da wartet auch schon das Mädchen auf uns. Okay. Zum Schamanen geht es hier entlang. Bring Monster her. Ich könnte vielleicht mal versuchen, die mit verschiedenen Stimmen zu sprechen. Aha. Okay. Das können wir hier irgendwie bewegen. Ich weiß noch nicht so ganz für was, aber okay. Ja gut, das werden wir schon noch herausfinden. Aber ich werde jetzt hier mal... Nee, nimm du nicht schon wieder diese Kokosnuss. Ich warte, bis die hier jetzt aufgetaucht ist. Bring die jetzt gleich mal hier rüber. Weil dann spawnt die wenigstens nicht wieder. Dann schauen wir mal, was passiert, wenn Monster hier auf diese Plattform geht. Und er ist schon drauf. Perfekt. Ah, mhm. Dann machen wir jetzt als erstes mal das hier. Schauen wir mal, was passiert. Fliegt hier rüber. Hier rauf. Was bringt mir das jetzt? Ich weiß es nicht so ganz, aber jetzt werden wir jetzt gleich feststellen. Ha. Das können wir hier irgendwie... Keine Ahnung, weiß ich jetzt leider ehrlich gesagt gar nicht so wirklich. Hier können wir auch nochmal rauf. Da gehen wir aber, meine ich, nur zu unserem Startpunkt zurück. Ha, es ist ganz schön tricky, muss ich schon sagen. Wie wir Monster dann dahin bekommen, ich habe keine Ahnung. Das ist gar nicht so einfach. Jetzt schauen wir mal, was passiert, wenn wir das nächste Haus nehmen. Damit ich das Prinzip mal verstehe, denn noch verstehe ich es nicht. Das richtet sich auf. Und das Haus fliegt drauf. Ah, ich verstehe. Und dann klappen wir das um und dann erhalten wir sowas wie eine Brücke. So würde ich das jetzt zumindest verstehen, weil wir können das ja umklappen und dann würde man über die Außenmauern rüberlaufen. Das heißt, wir müssen dann einfach nur Monster locken. Ist jetzt so im Groben meine Vermutung. Weil rückgängig machen können wir es nicht, also kann es ja nicht so falsch sein. Dann machen wir das jetzt einfach mal.
gehen die Häuser jetzt mal Stück für Stück durch. An das kommen wir sowieso momentan noch nicht ran. Und so, bleib mir doch mal fern hier. Da kommen wir auch nicht ran. Ja, dann versuchen wir das jetzt mal, was jetzt hier passiert. Das sind jetzt meines Erachtens die drei Häuser, wo wir jetzt ohne Probleme rankommen. Ah, mhm. Ich bewege es jetzt mal so rüber. Und dann gehe ich jetzt mal darauf. Und dann kommen wir hier rüber. Ja, eigentlich ganz easy. Gar nicht mal so schwer. Und ich muss sagen, die Framerate läuft im Moment relativ stabil. Das ist schon mal schön. Gehen wir wieder rüber. Und schauen, dass wir uns so jetzt auf die andere Seite rüber bewegen. Da hinten ist auch noch eins. Ich möchte jetzt... Moment, wir ziehen es wieder raus. Und hier ganz rüber. Das sollte reichen. Schauen wir mal, ob das jetzt so klappt. Ja, definitiv klappt das. Super. Das nächste. Oh, seht ihr, hier warten schon wieder so Blöcke auf uns. Oh Gott, ich glaube, dass uns hier noch einiges bevorsteht. Das nächste. Mhm. Oh, hier haben wir wieder einen Fußball. Ob das eigentlich einen Erfolg gibt, wenn man die alle benutzt? Könnte ich mir durchaus vorstellen. Ist ja in vielen Spielen so, dass es dann Erfolge gibt. Ah, und hier haben wir ein Zahnrad. Aber erst möchte ich dieses Haus hier hin bewegen, wo es hin soll. Komm schon. Sehr schön. Schauen wir uns das Ganze an. Na, das wird jetzt schon ganz schön hoch. Ah, da oben ist auch noch eines. Da müssen wir, und da ist auch noch eines. Oh, wow. Das sind viele. Das sind ganz schön viele. Hier ist auch noch mal ein Fußball. Den kicken wir auch weg. Ich benutze einfach mal alle Fußbälle, die wir finden. Vielleicht gibt es einen schönen Erfolg dafür. So, das Haus haben wir. Es dürfte jetzt auf der Seite alles sein, was wir schaffen hätten können. Jetzt drücke ich mal die Zahnräder hier ein und schaue, was passiert. Ich glaube, dann geht es hier auf, oder? Genau. Geht's hier auf. Ah, hier wird sich Monster dann hinlegen zum Schlafen, denn hier sind wieder Pappkartons. Und Monster legt sich ja dann immer schlafen. Moment, rennt er ja nur rum. Weil er die ganze Zeit frisst. Da wollte ich nicht hin. Er frisst ja jetzt die ganze Zeit. Ach ja, und mir fällt gerade auf, es hat ja voll das Regnen angefangen. So, jetzt mal hin. Nee, falsche Richtung. Wow, das ist schon ganz schön wabbelig geworden. Ja, das sollte so passen. Aber ich weiß nicht, ob wir da jetzt raufkommen. Nee, das so kommen wir nicht rauf. Es muss viel steiler. Ja. Ich weiß nicht, ob das schon klappt so. Wir kommen zwar rauf, aber so wirklich hoch kommen wir dadurch nicht. Ah, Moment. Wir müssen nur hier rüber. Das war es dann auch schon. Wir müssen nur hier rüber. Und dann hier rauf. Die Musik, ich finde sie total schön. Ich habe es nur jetzt ein bisschen laut auf den Ohren. Ich mache sie ein bisschen leiser, weil sonst spreche ich so laut und dann passt es gar nicht zusammen. Oh, wow. Es ist nur so schwierig, weil das Spiel, man weiß, dass man gewisse Dinge hineininterpretieren kann, aber man ist sich halt noch nicht so sicher, was genau. Zumindest geht es mir so. Ich möchte noch nicht zu viel hineininterpretieren. Ah, oh, hier ruckelt es ein bisschen, aber das dürfte gleich wieder vorbei sein. Die, die ersten Teile gesehen haben, wissen ja schon, dass das Spiel leider ab und zu ein bisschen mit der Framerate zu kämpfen hat, was leider an dem Spiel selbst liegt. Es liegt leider nicht an meinem PC. Leider insofern, weil ich dann wüsste, dass ich es verhindern kann. Aber es liegt hier leider rein am Spiel. So. Denn eine Kollegin aus dem Netzwerk Let's Play das im Moment lustigerweise auch gerade, was ich irgendwie voll interessant finde, dass sie zeitgleich zufälligerweise das gleiche Spiel Let's Playen. Und die sagte auch, sie hat leider immer wieder Probleme gehabt. Meine ich zumindest. Also vielleicht haben wir uns auch falsch verstanden. Wow. Aber wenn wir jetzt hier drüben sind, dürfte alles wieder gehen. Hoffe ich mal. So, dann bewegen wir das Haus in diese Richtung. Links um. Sollte passen. Ja, es wäre schön, wenn die Framerate sich jetzt wieder einbekommt, weil wenn es so lange ruckelt, ist es jetzt auch nicht unbedingt schön.
Ah ja, hier rüber. Vor allem, weil man sich dann so unheimlich schwer bewegen kann. Weil man dann doch eher mal daneben springen kann. Das wäre auch ärgerlich. Und zack. Ah, jetzt läuft es wieder flüssiger. Was mich ja interessieren würde... Wow, ist das hoch. Inwieweit das Spiel denn jetzt schon uns etwas vermitteln möchte oder ob das halt jetzt wirklich einfach nur Rätsel sind ohne einen bestimmten Sinn. Das würde mich schon interessieren. Da drüben ist auch noch ein Haus. Sehe ich gerade. Mal schauen, ob wir das von der anderen Seite aus erreichen können. Wie auch immer wir an das rankommen, weil wir können ja hier rauf, aber ich meine, da kommen wir nicht rüber, ne? Nee, da kommen wir nicht rüber. Nee, da müssen wir wohl auch irgendwie die Häuser zunutze ziehen, was ist das für ein Deutsch? Mann, Mann, Mann. Wir legen es um. Oh, was machst du denn? Mensch, Papo oder Quico. Mensch, das sollst du doch nicht machen. Hier rüber. So, jetzt sind wir schon ein Stück höher. Perfekt. Dann kommen wir jetzt auch an die obere Plattform ran. Ach, und von da aus kommen wir dann darüber. Ah, perfekt. Okay, super. Oh, aber das klappt nicht so. Da muss ich mir das nochmal genauer anschauen. Das ist falsch. Oder fehlt uns vielleicht noch ein Haus, das wir vielleicht vorher könnten erreichen. Schauen wir uns mal von ganz oben an. Wir gehen jetzt mal hier rauf. Dann schauen wir mal. Das ist wieder so eine komische Puppe. Hm. Ja, es ist... Ich schau mal, ob ich das vielleicht einen Mini-Ticken weiter nach oben bekomme. Vielleicht... So, perfekt. Jetzt müsste es funktionieren. Was das bisschen ausmacht. So. So, jetzt machen wir dieses Haus hier. Und dann das nächste. Und dann dürfte eigentlich alles klappen. Wow, wird das hoch. Aber irgendwie so toll. Es wäre jetzt nur noch cool, wenn die Häuser bunt wären. Ah, hier kommt man den Hof runter. Das haben wir. Das machen wir am Schluss. Erst machen wir das hier. Das hier. Und hier drüben schauen wir, ob das auch noch was ist. Nee, das ist kein Haus. Da kämen wir runter. Jetzt gehen wir mal hier runter, weil wir haben ja sowieso die Treppe, die Leiter. Was war das hier? Ach so, das ist der Bereich mit der Kokosnuss. Gibt es hier sonst noch etwas? Nee, aber hier können wir rauf, um das letzte Haus zu holen. Zumindest das letzte von hier erreichbare Haus. Dann haben wir das auch. Ist das schon droben? Das ging jetzt aber schnell. Gut. Was ist eigentlich da drüben? Da muss auch noch irgendwas sein. Weil da drüben schweben Blöcke. Ich wette, das ist so ein kleines bisschen tricky, dass da so quasi auch noch eins oben ist, aber man sieht es halt im ersten Moment nicht. Deswegen machen wir mal so und schauen uns das Ganze mal an. Weil ich glaube, das könnte so ein kleiner Trick sein, damit man im ersten Moment ein bisschen stocken bleibt, weil man meint, man käme jetzt schon rüber. Aber in Wirklichkeit muss man vielleicht doch erst nochmal hier hin. Oder nee, das glaube ich täuscht einfach nur. Da ist zwar so eine Puppe. Nee, da komme ich jetzt... Ach, egal. Gut, dann versuchen wir das jetzt mal, dass wir Monster darüber bekommen, ob das funktioniert. Und dann sehen wir schon... Also als erstes laufen wir am besten selber mal rüber und dann sehen wir schon, ob das so hinhaut oder ob wir noch irgendwas übersehen haben. Aber es ist im Endeffekt wie dieses schöne, Sprichwort Berge versetzen. Es sieht mir aber ganz stark danach aus, dass da noch ein Haus abgeht, damit Monster auch rüberkommt.
Oder? Ja, da geht definitiv noch ein Haus ab. Da kommt Monster ja gar nicht rüber. Ist hier noch eines, das ich übersehen habe? Nee, weil da kommt man nicht hoch. Das täuscht nur. Ja, wir versuchen jetzt einmal. Wir hüpfen jetzt mal hier rüber. Nein! Mist! Haben wir irgendeines übersehen? Ich weiß es nicht. Wir ziehen das Haus jetzt noch ein kleines Stückchen weiter nach oben. Dann schauen wir mal. Wir können ja die Kokosnuss hier mitnehmen. Nein, das ist mein... Ich nehme die andere hier. Hier war doch noch eine, oder? Nee, war sie nicht. Okay, dann soll er zwischen den anderen beiden rumlaufen. Dann nehme ich die hier, sobald sie auftaucht, mit. So, ich hoffe, dass er mich nicht gesehen hat. Doch, er hat mich gesehen. Aber er geht eh nicht darauf. Oh, hat sie sich so gegrapscht? Wie fies ist das denn? Jetzt machen wir mal so, wir kommen ja deswegen genauso rüber. Ich schaue mir erstmal an, was auf der anderen Seite ist und dann gucke ich, wie ich Monster hier rüber bekomme. So, was ist das für ein Riegel hier? Ah, das ist das fehlende Stück. Ah, ich verstehe. Da muss Monster erst schlafen. Dann können wir ihn so hier rauf bewegen. Oh, was ist jetzt los? Nein. Oh, Gott sei Dank. Es wäre jetzt fies gewesen, wenn wir aufgrund eines Bugs hier nicht mehr weitergekommen wären. Ich muss jetzt mal schauen, ob es möglich ist, Monster die Kokosnüsse wegzuschnappen. Sodass es sie nicht erwischt. Ich versuche das mal. Ich trage die Kokosnuss. Ah, ich muss erst die Häuser wieder umlegen. Mist. Ich muss erst das Haus. Aber er lässt mich sowieso gerade in Ruhe. Von daher ist es nicht so schlimm. Noch ein Stück. So, das müsste reichen. Und wenn wir die jetzt hier rüber tragen, was ja eigentlich gehen sollte, dann kann er die nicht mehr nehmen. Dann müsste er eigentlich schlafen gehen. Vermute ich jetzt. Dazu muss ich aber erst schauen, ob ich sie rüberwerfen kann. Perfekt. Nur die anderen beiden zu erwischen, könnte sich als etwas kompliziert herausstellen. Die anderen beiden hier rüber bekommen. Ja, wir können ja dann keine Leiter steigen oder so. Wie soll ich das machen? Kann ich denn hier wieder zumachen? Nee, kann ich nicht, oder? Nee, das ist weg. Aber ich kann sie versuchen, darauf zu bringen. So, Monster, du wirst mich jetzt gleich wieder verfolgen. Ich kenne dich. Nein, 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 lass mich in Ruhe. Alles ist okay, du lässt mich in Ruhe. Ah, jetzt geht er schlafen. Einwandfrei. Er sieht die Kokosnuss nicht. Nein, nein, das war falsch. Das hätte ich nicht machen sollen. Mist. Ah, das ist fies. Ah ja, geht schlafen. Gut. Perfekt. Dann passt ja jetzt doch alles. Dann haben wir es ja doch geschafft. Ihm einfach den Eindruck vermitteln, dass er keine Kokosnüsse mehr fressen kann und dann ist alles gut. Dann gehen wir jetzt rüber und heben ihn hoch. Sehr schön. Aber für dieses Rätsel haben wir jetzt eine komplette Folge gebraucht. Ganz schön lange eigentlich. Na gut, dann machen wir das jetzt noch. Und die Kokosnuss ist auch schon drüben, da haben wir schon ganz gut mitgedacht, dass er auch wirklich auf die Plattform raufsteigt. So, rauf mit dir. Einwandfrei. Nee, er wäre von sich aus rübergegangen. Naja, nicht so schlimm. Okay, Checkpunkt wird gespeichert. Dann verabschiede ich mich an dieser Stelle. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat und ihr mit mir in der nächsten Folge weitererlebt, wie es weitergeht mit Papo und Jo. Dankeschön fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.